Blicken wir nun auf eine Sportart, die momentan mehr überwinden muss als eigentlich nur die Schwerkraft. Das ist ja eben das, was Gewichtheben ausmacht, denn die kämpft zum Teil auch tatsächlich ums Überleben. Da gibt es nämlich die ein oder anderen Verbandsquerelen. Allerdings, ja, also sind Doping-Vertuschungen und interne Verbandsquerelen, die den momentan zu schaffen machen. Also Gewichtheben könnte dann nämlich aus dem Programm der Olympischen Spiele fliegen. Soweit die Drohung. Jürgen Spieß vom AV Speyer ist Athletensprecher, war dreimal bei Olympia dabei. Das vierte Mal, das steht für ihn nun auch auf der Kippe. Spieß hat sich öffentlich an das Internationale Olympische Komitee gewandt und kämpft für sich und das Lager der Gewichtheber. Wir sprechen mit Jürgen Spieß. Olympia ohne Gewichtheben, das wäre definitiv ein herber Schlag. Sie haben sich selbst an den IOC-Präsidenten Thomas Bach gewandt. Haben Sie denn Hoffnung, dass sich da etwas bewegt? Ja, Hoffnung schon. Also es ist ja so, dass der Weltverband mittlerweile vom IOC die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen hat und eigentlich reagieren muss. Es ist alternativlos und natürlich haben wir so als Sportler immer so ein bisschen Angst noch, weil der Weltverband in den letzten Jahren einfach gezeigt hat, dass er sich selber immer im Wege steht und einzelne Personen da auch Reformen immer wieder blockieren. Und deswegen sind wir auf Hilfe vom IOC irgendwo auch angewiesen. Dass das Olympische Komitee da ein bisschen Druck ausübt. Also es gibt immer mal wieder Dopingentwicklungen, Enthüllungen im Gewichthebensport. Wenig Bewegung allerdings auf der Verbandsebene. Fühlen Sie sich da als Sportler auch manchmal machtlos? Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass man den Eindruck hat, ich bin ja jetzt schon viele Jahre dabei, bin seit fast 20 Jahren aktiver Sportler und man hat den Eindruck, dass die Offiziellen da im Weltverband überhaupt nicht an den Sport denken oder die Sportler, die da hinten dran stehen und über Jahre der Leistung bringen und dass der Wettkampf eigentlich dafür, wo wir uns alle täglich quälen im Training, immer so ein bisschen weiter nach hinten rückt und dass es im Verband so viele andere Baustellen gibt, die wichtiger sind als der Sport. Und da sollte man einfach mal sich wieder besinnen und zurück zu den Wurzeln auch kommen. Jetzt haben Sie sicherlich auch anderes zu tun, als sich dann auch noch mit solchen Verbandsstreitigkeiten auseinanderzusetzen. Training selbstverständlich und vorbereiten auf Wettkämpfe. Was würde denn Ihrer Meinung nach den Verband oder überhaupt das Gewichtheben aus der Krise führen? Im Weltverband ist einfach so viel passiert in den letzten Jahren. Unter dem abgesetzten Präsident Ayan und die ganze Riege, die da unter ihm auch über Jahre aktiv war, da muss einfach eine komplette Erneuerung her. Ja, also wir Sportler hoffen einfach, dass sich mit den nächsten Wahlen, die jetzt irgendwann im Frühjahr 2021 stattfinden werden, da komplett, dass alle, die da sind und die Vergangenheit in dem Verband haben, unter der Regentschaft Ayan, einfach zurückziehen und den Weg freimachen für Neues, für neue Leute, die da auch unbefangen und unbefleckt rangehen können und dann mit neuen Reformen, die jetzt erstmal umgesetzt werden müssen vom IOC, das, was bis Dezember noch passieren muss, das muss noch durch die alte Garde, sag ich mal, noch jetzt getan werden, getätigt werden. Aber dann muss es im Frühjahr mit neuen Leuten und mit neuen Zielen dann losgehen. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie sich dann bald wieder rein aufs Gewichtheben konzentrieren können. Jürgen Spieß, danke fürs Gespräch. Ich danke auch. Schönen Abend.